Good morning in the morning und willkommen zurück auf diesem Kanal bei einem neuen Vlog. Heute gibt es mal wieder einen Vlog und falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie und nehme dich heute mit durch meinen Tag. Obwohl, ich habe ja gerade gesagt Good Morning, aber so Good Morning ist es gar nicht mehr, denn es ist schon Mittag. Das heißt, ich werde gleich auf jeden Fall noch was zu essen machen und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Wisst ihr was? Ich wollte euch heute noch mal was sagen. Gestern, das Video, was gestern kam, wo ich euch gezeigt habe, so grob wie ich mit Premiere schneide, dieses Video hat mich um den Verstand gebracht. Wisst ihr, wie lange ich gestern für dieses Video gebraucht hat. Ich habe, glaube ich, um 11 angefangen. Da bin ich ins Bad gegangen, habe mich fertig gemacht, habe dieses Video gedreht, das Intro quasi, also diese Begrüßung, wie ich euch immer begrüße, vor meiner Softbox. Also die Boxen standen dann rechts und links daneben, neben dem Stativ, was dort steht. Dann bin ich hier auf die Couch gegangen, habe nochmal 20 Minuten investiert, um den Schnitt aufzunehmen. Ich habe dann festgestellt, beim Schneiden, dass das, was mein Laptop auf dem Bildschirm aufgenommen hat, einfach gar nicht richtig war. Also anstatt das Video abzuspielen, war da einfach nur ein weißes Feld, wo ich die Aufnahme dann einfach dadurch nicht verwenden konnte. Das heißt, ich fing also damit nochmal an, habe dann hier wieder den Laptop angemacht, habe OBS gestartet, also quasi das Programm, mit dem ich den Bildschirm aufnehme. Und dann hat es einfach nicht mehr funktioniert. Es hat geupdatet und dann ging es nicht mehr. Ich konnte einfach den Ton nicht mehr aufnehmen. So, dann habe ich umdisponiert, bin hintergegangen an den Laptop. Oh Gott. Entschuldigung. Dann bin ich hintergegangen an den Laptop, habe das Ganze dort gemacht. So, zwischendrin kam nochmal der Handwerker für eine halbe, dreiviertel Stunde, weil mein Geschirrspüler kaputt war. Fertig mit dem Video, also ich habe um 11 angefangen und fertig mit dem Video war ich dann abend um 6. Ich habe 7 Stunden, sagen wir mal 6. 6 Stunden durch den Handwerker, nur 6 Stunden. 6 Stunden für dieses Video gebraucht. Das hat mich an den Rand des Wahnsinns gebracht gestern. Aufgrund dessen, dass ich im Video dann noch einige Spuren miteinander synchronisieren musste, was immer sehr schön ist. Oh, ja, also, so viel zum Thema. Ich brauche für ein Video ungefähr 4 Stunden. Also, es kann immer was dazwischen kommen. Es kann immer was passieren und gestern war ein besonders toller Tag. Und ich hatte im Endeffekt, ich wäre noch nicht fertig gewesen mit dem Video. Es hätte da noch einiges gegeben, was ich hätte korrigieren können oder müssen. Zum Beispiel am Ton. Ihr habt es ja am Ton gehört, der war nicht so ganz in Ordnung. Und in dem Beispielvideo lief die Hintergrundmusik nicht so richtig, wie sie sollte. Und da war noch was. Irgendwas habe ich, glaube ich, doppelt erzählt. Wo ich mir dann auch dachte beim Angucken, na toll, aber jetzt scheißegal, ich habe keinen Bock mehr. Ja, also deswegen, das Video war gestern nicht so perfekt. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich euch etwas habe erklären können, also wie dieses Schneiden so funktioniert. Im Groben und Ganzen. Eigentlich wollte ich heute mit Loki spazieren gehen. Das habe ich ja schon die Woche erzählt, dass ich das machen möchte. Aber das Wetter ist gar nicht geil. Ich habe hier übrigens noch die rollige Madame. Die ist heute auch noch dran. Ich kann diese Katze leider nicht kämmen, aufgrund dessen, dass die mich mit dem Kamm absolut nicht ranlässt. Und deswegen muss ich immer radikal Schnitt machen bei ihr, wenn sie rollig ist, weil dann ist sie total ausgenockt, weil dann lässt sie mich alles mit sich machen. Und die hat ja total langes Fell hier hinten auch und das muss ich immer kurz schneiden, wenn die rollig ist, weil sonst filzt die da hinten unglaublich doll. Das wäre im Endeffekt ein größerer Akt, diese Filze rauszumachen, als es im Vornherein schon kurz zu schneiden. Nicht? Und deswegen bist du heute noch dran. Deswegen bist du heute noch dran. So, wo ist sie, ne? Ich glaube, die pennt. Ach ja, guckt mal, wie eingerollt die ist. Übrigens habe ich das Ding letztens sauber gemacht. Nachdem ich das geschnitten hatte, habe ich nämlich gesehen, dass es hier überall extrem voller Haare war. Nicht? Eingerollt ist sie. Was mache ich denn heute zu essen? Ich weiß es noch nicht. Irgendwas Schnelles. Wenn ich alleine bin, mache ich immer irgendwelche schnellen Sachen zu essen. Am Wochenende kochen wir dann richtig. Übrigens, das wollte ich euch ja auch noch sagen. Ihr habt mir schon einige Vorschläge gesendet für Videoideen, eure Videowünsche. Und ich wollte nochmal dazu aufrufen, ihr könnt es auch gern weiterhin tun. Ihr könnt mir alle Videowünsche senden, außer eine Roomtour. Die Roomtour werde ich nicht machen, da das für mich ja schon sehr privat ist. Ja, ihr seht ja in den Vlogs schon einiges. Was ihr seht, das seht ihr, und was nicht, das halt nicht. Ich kann höchstens
eine Setup-Tour machen, also quasi von meinem Arbeitsbereich hinten, dass ich euch den mal zeige. Warum bin ich so aus der Puste? Ernsthaft? Ich habe keine Ahnung. Jedes Mal, wenn ich filme, bin ich voll aus der Puste. Also, ihr habt mir Ideen, Wünsche geschickt. Zum Beispiel, dass ihr mir eure Lieblingsrezepte schickt und ich gehe dann einkaufen, nehme euch mit und koche das nach, nehme euch mit und dann wird das Ganze probiert und ich bewerte das Ganze. Das ist eine coole Idee, das würde ich gerne machen, früher oder später. Dann habt ihr mir noch die Ekel-Smoothie-Challenge geschickt, also wo wir ekelhafte Smoothies machen sollen. Das würde dann vielleicht so aussehen, dass wir unabhängig, also dass wir das zu zweit machen und unabhängig von dem anderen, der andere guckt also nicht zu, bereiten wir die zu und der andere muss dann erraten, was ist vielleicht drin. Das könnte ich mir vorstellen. Und irgendwas war noch. Eine Try Not to Love Challenge war auch noch. Können wir auch machen. Super Idee. Haben wir ja schon mal so ähnlich gemacht. Können wir auf jeden Fall auch weitermachen. Also ich mache mich auch für euch gerne mal zum Affen. Aber eine Roomtour wird es leider nicht geben. Tut mir leid. Ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe euch ja vor 2 Tagen meinen Avocado-Kern gezeigt und man kann echt zusehen. Hey, Fokus. Man kann, immer springt hier der Fokus raus bei dem Ding. Man kann wirklich zusehen, wie diese Wurzel wächst. Tut mir leid, ist nicht im Fokus. Ich habe dann noch einen zweiten Avocado-Kern, den habe ich auch schon vorgestern stehen gehabt und bei dem passiert absolut gar nichts. Also tut mir leid, Fokus will nicht. Ja, bei dem passiert absolut gar nichts. Aber bei dem hier habe ich vielleicht eine gute Chance, dass ich bald unter einem riesengroßen Avocado-Baum sitze und Avocados esse. Da war natürlich ein bisschen Ironie dabei. Also jetzt nicht ernst nehmen. Ich würde sagen, ich mache mir jetzt erstmal was zu essen. Und nebenbei räume ich auf. Aufräumen ist immer gut. Aufräumen macht Spaß. Ich habe mich jetzt für einen leckeren Flammkuchen entschieden. Guckt mal, wie gut der aussieht. Dann hole ich den aus der Verpackung und bin erstmal geschockt. Ich meine, was ist das? Also ich habe noch nie etwas gesehen, was entfernter von der Realität ist als das. Also das nächste Mal nehme ich echt wieder den von Dr. Oetker oder Wagner oder irgendwie so. Der ist auf jeden Fall deutlich besser als der. Ich hoffe, der schmeckt wenigstens besser, als er aussieht. Also, das schmeckt, wie es aussieht. Nicht gut. Na gut, ich habe Hunger. Der Hunger treibt es rein. Wegschmeißen möchte ich es ja auch nicht. Deswegen esse ich das jetzt auf. Es sieht draußen einfach so ungemütlich grau und windig aus. Da bekomme ich gerade nur beim Hingucken Gänsehaut. Total grau und ungemütlich. Der Baum da hinten, der wackelt richtig vom Wind. Ich muss ehrlich sein, bei dem Wetter habe ich keine Lust rauszugehen. Was mache ich denn da jetzt? Ich bin gerade auch voll müde. Ich habe die Nacht so schlecht geschlafen. Wirklich so schlecht. Ich glaube, das liegt daran, trinke sonst immer früh seinen Kaffee und den restlichen Tag gar nicht. Gestern habe ich Nachmittag noch einen Kaffee getrunken und erstmal konnte ich abends nicht einschlafen. Und das hat sich die ganze Nacht gezogen, dass ich immer wach war und irgendwas war. Und deswegen bin ich jetzt voll müde. Ich glaube, ich mache mir jetzt eine DVD an. Was können wir denn mal gucken? Was können wir denn gucken? Ich habe irgendwie voll Lust auf Disney. Ich habe so lange kein Disney geguckt. Nein! Oh, verdammt. Jetzt habe ich meine Orchideensprühflasche kaputt gemacht. Und Sina hat sich erschrocken. Irgendwie habe ich bei den Dingern einen totalen Verschleiß. Verdammt! Ja. Was haben wir denn?
Ich kann gucken Susi und Strich, Cinderella, Spirit, der wilde Mustang, das ist aber kein Disney. Dschungelbuch kann ich gucken, Aristocats, Schneewittchen, Kapp und Kappa, noch Disney. Ich einfach unverbesserlich. Ich glaube, ich gucke Cinderella. Hab ich gerade voll Lust drauf. Ja, so mache ich das. Und aufgrund dessen, dass heute eh nicht viel los ist, würde ich sagen, ich habe euch ein bisschen was erzählt, ein bisschen was gezeigt. Und deswegen beende ich den Vlog hier an der Stelle auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für morgen ist was anderes geplant. Also morgen kommt wieder ein richtiges Video, eine Reaction. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Lasst doch gerne ein Däumchen da, kommentiert. Mit ein bisschen Glück werdet ihr im nächsten Video erwähnt. Euer Kommentar wird eingeblendet. Abonnieren ist kostenlos und würde mich und mein kleines Kanälchen sehr unterstützen. Und es würde mich auch sehr freuen. Aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr nichts mehr. Denn hier kommen Daily Videos, Daily Vlogs. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!